Willkommen bei Return to Monkey Island, auf dem Weg nach Terror Island. Ich sehne mich nach dem Tag, an dem unsere Rollen vertauscht sind und dein Kopf am Bug des Schiffes klebt. Das wird nicht passieren, Murray. Kann man den Anker hier werfen? Vorsicht da unten! Das ist ja cool. 2 Minuten später. Ich sammle keine Fischgräten mehr. Hey, kleiner Bursche. Okay, aber damit könnten wir dann wirklich das Schiff von hier Captain so und so finden. Das ist ja cool. Wenn wir die richtige Stelle finden. Okay, ich würde sagen, ich schaue mir jetzt Terror Island an nach dem Intro. Eines Tages wird das an. Ich gehe besser nicht näher ran. Der Tod wartet auf alle, die eintreten. Ich würde umkehren, wenn ich du wäre. Das ist ja ermutigend. Ich werde mir das notieren, damit ich in meinen Albträumen daran denken kann. Ruhe in Stücken. Ich könnte mir etwas einfangen. Oder etwas könnte mich einfangen. Hat sich das gerade bewegt? Ich dachte, ich hätte es sich bewegen sehen. Sieht ja echt mies aus. Zum felsigen Strand. Verschlungener Pfad. Haben wir hier noch irgendwas? Es ist keiner der goldenen Schlüssel, aber in meinen Augen ist jeder Schlüssel ein guter Schlüssel. Ist hier gerade das Herz abgebrochen? Dieser Ort gibt mir dieses Gefühl der Einsamkeit. Ich gehe besser weiter. Ich bin ein erfahrener Überlebenskünstler und habe nichts zu befürchten. Das sage ich mir einfach immer wieder. Schleimige Grotte. Zarahain. Es ist wie eine langsam hereinbrechende Welle von Sporen. Es ist wie eine langsam hereinbrechende Welle von Sporen. An den schlimmsten Orten gibt es Pilze. Nur eine Sackgasse. Klingt ein bisschen gruselig, wenn man zu viel darüber nachdenkt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich wissen will, was hier passiert ist. Solange ich nicht den Verstand verliere und einen kühlen Kopf bewahre, ist alles gut. Sieht so aus, als hätte er die falsche Person als Rückendeckung gehabt. Was mich wirklich stört ist, warum kommen mir diese Piraten bekannt vor? Oder sind das die Piraten, die mit der Ratte immer? Dann bräuchte ich ja noch einen Pirat mit Holzbein. Sieht aus wie ein weiterer gieriger Pirat, den ein schmutziges Schicksal ereilt hat. Dieser Ort ist mir unheimlich. Es ist eine alte Öllampe, in der sich ein wenig Lampenbrennstoff befindet. Sieht aus wie ein weiterer gieriger Pirat, den ein schmutziges Schicksal ereilt hat. Dieser Ort ist mir unheimlich.
Okay, aber es sind garantiert irgendwelche Charaktere, die wir im vorherigen Spiel schon mal kennengelernt haben. Dramatische Musik. Es gibt doch keine menschenfressenden Pilz. Was auch immer es ist, ich glaube nicht, dass es mich in seiner Nähe haben will. Da steht XYZZY. So alt, dass es bald abfällt. Ich habe die Nase voll von Schlössern. Okay. Ich gehe nicht weiter. Es ist viel zu dunkel. XYZZY. Was ist jetzt passiert? Wow, toll! Es ist Magie! Ich gehe nicht weiter. Es ist viel zu dunkel. Okay, jetzt muss ich irgendwo die Lampe anzünden, ne? Ein Feuer. Auf alle Fälle viele, 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 viele Rätsel. Da war kein Feuer. Hi. Hi. XYZZY. Ah, ich schätze, das funktioniert nicht überall. Ich glaube, es hat keinen Saft mehr. Nochmal nach Bear Bones. Kann der mir vielleicht helfen, dass... Halt! Bist du sicher, dass du nicht verfolgt wurdest? Wir sind sicher. Niemand ist jemals hundertprozentig sicher. Er ist für eine lange Zeit weggesperrt. Na, ich brauche einen echten Marketing-Experten. Jemanden, der Fußpuder an Fische verkaufen kann. Oh, reiß okay, dich zusammen, Ned! Denke an all die glücklichen Jahre, die du haben wirst, bevor er entlassen wird. Schade, ich dachte, der wäre ein Experte. Um weiter nach Norden zu fahren, müssen Sie eine Zollerklärung ausfüllen. Name? Guybrush Threepwood. Füllen Sie das aus und seien Sie ganz ehrlich.
Also gut, dann wollen wir mal sehen. Sie haben vergessen anzugeben, dass Sie Limetten dabei haben. Ich werde das für Sie ankreuzen. Gute Antwort. Interessant, dass Sie das angekreuzt haben. Schöne Handschrift. Das nicht anzukreuzen war klug. Okay, das sieht gut aus. Sie können mit voller Zustimmung der Hafenbehörde von Bermuda weiterfahren. Okay, das war doch einfacher als gedacht. Gut, dann kommen wir noch nach Bermuda. Oh, hier sieht das kalt aus. Ein Eimer, der bis zum Rand mit verrotteten Fischgräten gefüllt ist. Ich halte mich weit davon entfernt. Es ist eine sehr königlich aussehende Eisskulptur. Da steht Gerichtsgebäude von Bermuda. Hatte die nicht die ganzen Schlüssel da oben in der Krone? Es ist abgeschlossen. Vielleicht komme ich später wieder. Das ist der Richter. Da, ein goldener... Das ist Schlüssel. Jemand, den ich unbedingt kennenlernen muss. Ruhe! Ruhe im Gericht! Ich werde Sie wegen Missachtung des Gerichts vorladen, weil Sie nicht um Erlaubnis gebeten haben, sich dem Richtertisch zu nähern. Ich bitte demütig um Entschuldigung. Darf ich an den Richtertisch treten? Sie dürfen an den Tisch herantreten. Das Gericht tagt jetzt unter dem Vorsitz von Richter Planke. Wie plädieren Sie? Hier muss ein Fehler vorliegen. Ruhe! Ruhe im Gericht! Ruhe auf der Tribüne oder es wird Verhaftungen geben! Was hat euer Ehren falsch gemacht, um diese Ernennung zu erhalten? Schlagen Sie niemals einen Richter des obersten Gerichtshofs beim Cribbage. Euer Ehren, müsst ihr eure Roben selbst kaufen? Oder sind sie gerichtlich angeordnet? Ruhe! Ruhe im Gericht! Wenn ich keine Ruhe bekomme, werde ich das Gericht räumen! Euer Ehren, tragen Sie unter dieser Robe eine Hose? Bitte bedenkt, dass ihr unter Eid steht. Ruhe! Ruhe im Gericht! Wenn ich keine Ruhe bekomme, werde ich das Gericht räumen! Dann ist er durchgeknallt. Habe ich schon erwähnt, dass ich auf der Suche nach dem Geheimnis von Monkey Island bin? Solange die Angelegenheit nicht gerichtlich verhandelt wird, ist sie für mich nicht von Interesse. Allerdings erinnere ich mich an einen Fall vor einigen Jahren, in dem behauptet wurde, das Geheimnis sei ein Betrug und eine Masche, um Computerspiele zu verkaufen. Ich glaube, das wurde außergerichtlich gegen eine beträchtliche Summe geregelt. Das ist alles, Euer Ehren. Die Sitzung wird vertagt. Ruhe! Ruhe im Gericht! Ich verlange Ruhe! Verschwenden Sie nicht die Zeit des Gerichts, indem Sie inkompetente, irrelevante und unwesentliche Beweise vorlegen. Okay, irgendwas ist mit Stan auf alle Fälle. So, Eisschloss, Eissteinbruch. Dann gehen wir mal zum Eisschloss direkt. Das sah ja mit der Königin schon mal interessant aus. Nette Aussicht. Ein Wikingerboot. Oh, cool. Noch ein Wikingerschiff? Meine Güte, nee. Loderndes Feuer, schmelzendes Eis, sehr hügelig. Willkommen, treuer Untertan. Am Ende der Planke. Mein einziges Exemplar. Bitte nicht anfassen. Er füllt sich langsam mit Schloss. Das ganze Schloss ist aus Eis. Zum Glück brennt hier ein Feuer, sonst wäre es eiskalt.
Okay, sie leuchtet. Hoffen mal, das reicht. Tim. Oh, höchst königliche, autoritäre, wohlwollende Herrscherpersönlichkeit. Ha! Kein Grund, so förmlich zu sein. Das ist Bermuda. Du bist Guybrush Threepwood, nicht wahr? Ich bin Odina die Neunte. Ich kenne deine Frau. Elaine? Elaine? Du klingst unsicher. Wie viele Frauen hast du? Nur die, von der ich weiß. Was führt dich nördlich des 19. Breitengrades, Guybrush? Ich brauche eure Hilfe, um das Geheimnis von Monkey Island zu ergründen. Es gibt diese 5 goldenen Schlüssel. Ich bin mir ihrer nur vage bewusst. Du kannst natürlich den auf meiner Krone sehen. Die Krone der Schlüssel ist ein zeremonielles Artefakt, das von der regierenden Königin von Bermuda getragen wird. Ursprünglich wurde sie aus den Hausschlüsseln der Einwohner hergestellt, als Geste des Vertrauens. Und oder Unterwerfung? Meine Vorgängerin als Königin ist diejenige, die den goldenen Schlüssel hinzugefügt hat. Ich finde, das verleiht dem Ganzen etwas mehr Pfiff. Vielleicht kann ich helfen, diesen wertvollen Gegenstand zu schützen. Ich denke, bei mir und den bewaffneten Wachen, die am Fuße der Treppe stehen und dir den Ausgang versperren, ist sie absolut sicher. Du darfst die Krone erst anfassen, falls und wenn du Königin wirst und nicht vorher. Königin werden? Interessant. Rein hypothetisch. Wie genau würde eine Person Königin von Bermuda werden? Du musst es dir verdienen. Gewinne sie. Entreiße sie dem eisernen Griff der vorherigen Königin. Die meisten Menschen können das natürlich nicht schaffen. Aber nach den Traditionen von Bermuda sind alle willkommen, es zu versuchen. Um Königin zu werden, musst du deine Qualifikationen unter Beweis stellen, indem du die aktuelle Königin in 3 Wettbewerben besiegst. Die Wettbewerbe testen deine Herzhaftigkeit, deine Ernsthaftigkeit und deine Intelligenz. Was ist, wenn ich nur für eine kurze Zeit Königin sein will? 5 Minuten sind vielleicht genug? Das Königinnentum bedeutet, dass du dich ein Leben lang verpflichtest, dein Volk zu schützen und zu verteidigen. Okay, wie auch immer. Aber ich bekomme die Krone. Ja. Könnt ihr mir mehr Details zu den Wettbewerben geben, um Königin zu werden? Der Wettbewerb der Herzhaftigkeit ist ein Essenswettbewerb. Roher Fisch. Nenn es Sushi, wenn du dann besser schlafen kannst. Beim Wettbewerb der Ernsthaftigkeit musst du ein ernstes Gesicht bewahren. Wer zuerst lacht, hat verloren. Was ich nie tue. Der Wettbewerb der Intelligenz ist ein Algebra-Test. 20 Sekunden Zeit, die beste Antwort gewinnt. Und ja, ich habe immer die beste Antwort. Das klingt, als ob du das ernst meinst. Ich fordere euch zum Wettbewerb der Herzhaftigkeit heraus. Komm mit mir. Wir müssen in die Stadt gehen. Oha. Siehst du die Triangel? Es gibt 3 davon hier im Gebäude. Eine für jeden Wettbewerb. Wenn du eine Herausforderung formell aussprechen willst, läutest du die Triangel. Dios mio, ein weiterer Wettbewerb. Meine Damen und Herren, obwohl mich Ihr Appetit auf diese ekelhafte Angelegenheit immer wieder erstaunt, ist es meine feierliche Pflicht, diesen Wettbewerb der Herzhaftigkeit zu beurteilen. Wie Sie alle sehr genau wissen, besteht das Ziel darin, erfolgreich und dauerhaft mehr rohen Fisch zu verzehren als der Gegner. Der heutige Fisch für die Herausforderung? Krötenfisch. Krötenfisch? Moment mal! Der Eimer der Fülle enthält keine Fülle! Es sind überhaupt keine Fische drin! Und ohne Fisch kann der Wettbewerb nicht stattfinden! Gehen Sie alle nach Hause!
Wie bitte? Es ist die baldige ehemalige Königin. Hi. Grunt. Das habe ich nicht ganz verstanden. Grunt. Ich verstehe. Er ist aus Holz geschnitzt, aber er ist sehr lebensecht. Okay, das ist garantiert auch eine Herausforderung. Da ist die Algebra-Geschichte. Diese Streichhölzer sind speziell für Temperaturen unter dem Gefrierpunkt entwickelt worden. Haftungsausschluss: brennt nicht unter Wasser. Ich spüre, wie die ganze Wärme durch den Schornstein entweicht. Es ist ein leerer Eimer. Jetzt sieht es zumindest aus wie ein Feuerplatz. Oh, eine Herausforderung. Okay. Willkommen, Eure Majestät und Mr. Threepwood, zum Wettbewerb der Intelligenz. Vor jedem von Ihnen liegt eine fortgeschrittene Algebra-Aufgabe. Lösen Sie die Aufgabe so vollständig wie möglich und vergessen Sie nicht, Ihre Arbeit zu zeigen. Kein Gucken, kein Kopieren, kein Vertauschen von Papieren und kein Schummeln. Ich werde in 20 Sekunden zurückkommen, um Ihre Arbeiten zu benoten. 20 Ihre Sekunden? Zeit beginnt jetzt. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wie man eine Algebra-Aufgabe löst. Nicht abschreiben. Keine faulen Tricks, Freundchen. Die Zeit ist um. Ich nehme die Papiere. Ich werde da wohl noch mal irgendwem... Keine Überraschung. Königin Odina hat eine klare und korrekte Antwort mit einem Schritt-für-Schritt-Beweis geliefert. Mr. Threepwood hat eine Reihe von Schnurrbärten auf das Polynom gezeichnet. Königin Odina ist die Gewinnerin. Mehr Glück beim nächsten Mal. Unglaublich. Er ist etwa alle 15 Sekunden laut. Wie mein Onkel Ernie. Okay. Im heutigen Wettbewerb der Herzhaftigkeit geht es um Krötenfische. So, Krötenfische. Bevor wir Stan besuchen gehen. Gehen wir erst nach Terror Island, dann müsste ich Krötenfische besorgen. XYZZY. Ah, ich schätze, das funktioniert nicht überall. So, guck mal jetzt. Mit Licht geht's hier weiter, hä? Huh?
Da steht: Warnung, Sie betreten gleich ein Labyrinth aus verwinkelten Passagen, die sich alle sehr ähnlich sind. Da steht: Warnung, Sie... Ja, super, wieder so ein. Da steht: Warnung, es ist ein langer Weg nach unten! Oh, gut, dass du auf meinem Bett gelandet bist. Sherman Toothrot? Ich glaube schon. Es ist schon eine Weile her. Okay, es waren immer nicht die X laufen. Alles klar. Okay, aber nichtsdestotrotz, mit Hermit spreche ich beim nächsten Mal. Schaltet wieder ein, wenn es heißt Return to Monkey Island. Bis dahin, ciao, ciao.